BOMAG ist Weltmarktführer im Bereich der Verdichtungstechnik. Auf der Demopark 2013 zeigt das Unternehmen in Eisenach, welche Einsatzmöglichkeiten die BOMAG-Geräte für den Galabau und Kommunen bieten. Mit dabei die neue Stampfer-Generation mit den Modellen BT60, BT65 und BVT65. Wir haben bei dem leichtesten Modell, unserem BT60, das Gewicht deutlich unter 60 Kilo bringen können, bei erhöhter Schlagkraft. Wir haben es geschafft, den BT65 als Kraftpaket im Gewicht zu halten. Und wir bieten dem Kunden erstmalig einen Stampfer an für den Kundenkreis, der eher gelegentliche Einsätze hat. Ab August diesen Jahres umfasst dann das BOMAG-Produktprogramm 3 Stampfer. Den BT60 als Leichtgewicht mit 58 Kilo, definitiv der leichteste Stampfer im Markt. Den BT65 als Kraftpaket mit hoher Schlagkraft. Und abschließend dann auch den BVT65, ein preisgünstiges Gerät für den gelegentlichen Einsatz. Reduziert in dem Sinne natürlich von der Ausstattung. Wir haben in der Ausstattung einen Luftfilter, wir haben einen reduzierten Schutz seitlich für den Motor. Alles andere ist qualitativ so, wie wir das von unseren Premium-Geräten erwarten können bei BOMAG. Für den Pflasterbau hat BOMAG mit der BPR eine spezielle Rüttelplatte entwickelt und weckt damit auf der Demopark großes Besucherinteresse. Diese Platte, wir nennen sie einfach die Pflasterplatte, eine standardmäßige reversierbare Rüttelplatte. Das Besondere an unserer Maschine ist, dass sie halt einen Spezialkunststoff hat, der fest mit der Grundplatte verbunden ist. Und über diesen Spezialkunststoff erreichen wir, dass die Maschine vollflächig auf dem Pflasterbelag aufliegt. In der Praxis hat sich gezeigt, dass wir 1 mm Verschleiß auf einer Pflasterfläche von etwa 10.000 Quadratmeter haben. Wir gehen nicht davon aus, dass wir diese Pflasterplatte in dem Spezialkunststoff jeweils im Leben der Maschine wechseln müssten. Da nicht jeder Kunde und jede Baustelle gleich ist, haben wir uns entschlossen, diese Pflasterplatte in verschiedenen Ausführungen anzubieten. Die Anwendungen sind üblicherweise von 8 cm dickem Pflasterstein rauf, aber auch schon zu Pflasterplatten im Bereich 20 cm. Und dort haben die Kunden auch die größten Vorteile. Hier können wir den Kunden eine deutliche Reduzierung der Bruchraten des Pflastersteins garantieren. Wir haben gerade auch bei scharfkantigen Architektenpflaster, wie wir dazu sagen, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und man wird diese Platte sicherlich in deutschen Innenstädten und bei diesen Anwendungen jetzt häufiger sehen. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.